von außergewöhnlichen Menschen ging für andere schon immer eine gewisse Faszination aus. Und wie alles, was wir gerne bewundern, kommt es in einen Glaskasten und wir bezahlen dafür, um es sehen zu dürfen. Reiche Leute im antiken Rom hielten sich schon Behinderte als Entertainer, bis die Medizin fortschrittlich genug war, um Krankheitsanfälle von Showeinlagen zu unterscheiden. Wovon wir aber alle schon mal gehört haben, ist die Freakshow. Und wer eins und eins zusammenzählen kann, wird verstehen, dass wir uns jetzt 5 klassische Freakshow-Charaktere anschauen und wie wir sie in einer modernen Gesellschaft für das, was sie sind, immer noch zelebrieren. Das klingt irgendwie bekloppt. Hey, bekloppt sagen nur nicht Bekloppte, wenn sie herablassend über uns Bekloppte reden. Unser erster Freak ist heute gar kein Freak mehr. Die bärtige Lady. Und für genau sowas liebe ich das Internet. Du kannst heute diese 2 Bilder zu einem zusammenfügen und jedem zeigen, dass die Gesellschaft dazulernt, aber die Faszination bleibt. Annie Jones war die wohl bekannteste Frau mit Bart. Kurz nach ihrer Geburt 1865 wurde sie schon in einem Kuriositätenkabinett vorgeführt. Und ihre Eltern erhielten dafür $150 die Woche. Das Geschäft mit Annie erkannte auch ein New Yorker Mediziner, der sich als ihr Vater ausgab, um sie zu entführen. Sie wurde jedoch kurze Zeit später auf einem Jahrmarkt gefunden und kam Gott sei Dank zu ihren Eltern zurück. Als Erwachsene wurde Annie sogar richtig berühmt. Sie wurde sogar eine Sprecherin für Freakshow-Schausteller und setzte sich für die Abschaffung des Begriffs Freak ein. Annie war 2-mal in ihrem Leben verheiratet und blieb bis zu ihrem Tod 1902 erfolgreich als Frau mit Bart. Eine Frau mit Bart ist heute absolut nichts Besonderes mehr. Aber Menschen wie Annie waren der Grundstein für die Akzeptanz von gemischten äußerlichen Geschlechtsmerkmalen. Und früher wie heute ist es eine Mischung aus zur Schaustellung und Öffentlichkeitsarbeit, von der die Begründer gut leben können. Aber nicht alle körperlichen Besonderheiten sind angeboren. Unser zweiter Schausteller fühlt keinen Schmerz. Nicht etwa, weil er nicht kann, sondern weil er nicht will. Der Fakir zeigt aus Showgründen, wie er sichtbar schmerzhafte Dinge tut, die für das Publikum nicht auszuhalten wären. In Zeiten von AI und Visual Effects machen solche Live-Vorführungen keinen Sinn mehr, wenn der Zuschauer nicht irgendwie das Blut selber schmecken kann. Der moderne Fakir kombiniert Schaukampf mit seinem klassischen Talent und nennt das Ganze Deathmatch Wrestling. Weißt du, was das hier ist? Das nennt man ein Gusset Board. Damit schlägt man Dachplatten zusammen oder stabilisiert Bahnschwellen. Oder man stolpert mit dem Gesicht zuerst vor einer Handvoll Menschen hinein. Das Tournament of Death kommt den Gladiatorenkämpfen im Kolosseum sehr viel näher als jeder andere Kampfsport. Change my mind. Der Zuschauer befriedigt seine Blutlust und ist so nah am Geschehen wie noch nie. Die Performer fühlen sich auch viel mehr an wie einer von uns und sie sollen in immer noch fantastischere und brutalere Kämpfe verwickelt werden. Ein Rausch für alle Beteiligten. An die Wrestling-Fans unter euch, habt ihr schon mal von einem Fans Bring the Weapons Match gehört? So what's the craziest weapon you've seen a fan bring? Gun. A gun? Yeah. Genau wie die bärtige Lady hat Nick Mondo für seine Showeinlage etwa $150 die Woche bekommen. Nur hat er dafür nicht einfach nur einen Bart im Gesicht, sondern fällt von einem Lagerhaus runter auf einen Parkplatz. Und $150 in 2002 sind heute keine 2.500 wert. Für unser Ausstellungsstück Nummer 3 wirst du aber mehr bezahlen müssen. Ein Wesen, halb Mensch, halb Tier. Willst du sehen, wie es etwas frisst oder doch nur, wie es sich fortpflanzt? Furries sind ihre ganz eigene Internetkultur. Und die ist nicht gerade klein. Just how big is the furry fandom? Because I googled it and oh. Mit seiner Fursona Geld zu verdienen, war aber auch schon vor 200 Jahren möglich. Heute sehr schwer vorstellbar, aber damals musstest du dich nur mit etwas stärker pigmentierter Haut- oder Körperbehaarung noch ein bisschen animalisch schminken, um ein großes Publikum anzuziehen. Auch wenn man es im Hinblick auf Furries nicht zugeben will, haben anthropomorphe Tiere doch irgendwas an sich. Menschen bezahlen dann einfach, um dich auf der Bühne was essen zu sehen oder zu fragen, wie dein Alltag so ist, um sich während deiner Antwort heimlich vorzustellen, wie die Hochzeitsnacht deiner Eltern wohl so war. Vergiss an dieser Stelle aber bitte nicht, dass ein Job als Freak für die Betroffenen oft die lukrativste Weise war, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das Ganze ein wenig zu überspitzen ist damals wie heute auf Social Media ganz normal. Freak zu sein ist auch eine Entscheidung. Wir haben danach noch einen, aber vielleicht ist dieser Kandidat für dich schon zu schwer verdaulich. Mit 390 Kilo ist der fetteste Mensch der Welt von 1890 heute nicht mehr gerade rekordverdächtig. Schaut euch allein die Reddit-Kommentare an. World's fattest man so far. This guy would be considered too healthy to get an electric card at Walmart. That looks like my uncle. Obwohl es übergewichtige Menschen schon immer gab, reizen uns als Zuschauer doch immer die Extreme. Schon mal von Mukbangs gehört? Dieser Content ist in Südkorea sehr beliebt und dreht sich einfach nur um Menschen, die in einer Session sehr viel essen. Nikocado Avocado sieht deswegen nicht mehr so aus, sondern so.
Auch wenn der amerikanische Creator genauso viel Theatralik einsetzt wie die Deathmatch-Wrestler, macht er im Prinzip genau das gleiche wie der fetteste Mensch von 1890. Er exhibitioniert seinen außergewöhnlichen Lebensstil und gibt Zuschauern die Chance, daran teilzuhaben. Ob du jetzt Allesfresser im Internet oder Hungerleidende auf einer Plakatwand präsentierst, in beiden Fällen soll die Zurschaustellung Geld verdienen, das den Betroffenen zugute kommt und gleichzeitig den ganzen Zirkus bezahlt. Die Hintergründe und Absichten kann man auf gar keinen Fall vergleichen, aber die Methodik, Geld anzuziehen, ist bei beiden dieselbe. Und die Geschäftspartner wissen genau, wie sie die jeweilige Zielgruppe ansprechen müssen. Mit außergewöhnlichen Körpern. Dan Keynes selbst hat Misfit Models gegründet. Eine Agentur, die explizit hässliche Models vermarktet, die aus der Masse von fotogeshoppten Astralkörpern rausstechen sollen. Viele wollen es nicht hören, aber der Spirit der Freakshows lebt für immer. What the Freak? Unsere finale Attraktion ist jemand, den ihr alle liebt. Oder hasst. Oder ihr liebt die Hasser oder andersrum. Das Hassobjekt. Anders als alle bisherigen Exemplare erlangt das Hassobjekt nicht bei der Geburt oder durch langfristiges Commitment seine Außergewöhnlichkeit. Es war schon immer einfach, durch eine konträre Meinung und undurchdachte Äußerung von der Gesellschaft zum Beschuss freigegeben zu werden. In vielen Fällen wird die negative Aufmerksamkeit aber auch bewusst vom Betroffenen herbeigeführt. Der Zirkus nutzte diese Wechselwirkungsenergie, um seine Schießbuden aufzubessern. Tada! Der Dunktank. Ich erspare euch mal die hässliche Ursprungsgeschichte. In seiner harmlosen Form saß im Dunktank eine Person, die dich beleidigt hat und durch ihre Art provozierte. Das hält dich natürlich fleißig am Bälle kaufen, um das Hassobjekt endlich nass zu machen. Man kann's drehen und wenden, wie man will. Schaukampf, außergewöhnliche Körper und Hass wären alleine nichts ohne eine hungrige Menge. Aren't we all just slaves? Und wenn der Mensch eins kann, dann ist es, sich selbst viel zu ernst zu nehmen. Und um dieses Eis zu brechen und die brennende Frage zu beantworten, wer von unserer Top 5 nun die absolute Nummer 1 ist, bringen wir die Gravity Games zurück. Ein gnadenloser Schwerkraftparcours durch 5 einzigartige Level. Hier ist egal, wer du bist, es zählt nur deine Kombination aus Körpergröße und Gewicht. Für die bärtigen Ladies geht an den Start Matt Lucas als Florence aus Little Britain, weil ich kein anderes 3D-Model gefunden habe. Nick Mondo aus Backyard Wrestling 2 vertritt heute alle Brutalos, damals Wrestler, heute Filmemacher. Alle Furries lieben den sexy Hirsch. Die übergewichtigsten Menschen der Welt werden von diesem ebenfalls kostenlosen 3D-Model aus Gold repräsentiert. Und der Troll ist einfach nur ein Troll. Genug vorgestellt, jetzt wollen wir was sehen. Eigentlich ist die Strecke nur für 1 gegen 1 ausgelegt und beim Multiplayer stopfe ich dann halt alle in eine Röhre. Deswegen passiert bei Level 1 jetzt auch keine Kollision, aber wir wollen die Gelegenheit nutzen, um nochmal auf dieses Freak-Thema einzugehen, während der Hirsch hier den Abgang macht. Leute, ehrlich, nimmt das Ganze nicht so ernst. Jeder ist doch auf seine Weise besonders und wenn das bei dir eben der Körper ist, dann ist das doch okay und fein so. Deswegen sollte keiner unterschiedlich behandelt werden. Aber du bist nun mal was Besonderes. Und das wäre wie die bärtige Lady, die mit dem Fuß in der Abkürzung feststeckt. Sorry, das Rennen passiert nun mal auch nebenher. Nick, Mondo und die bärtige Lady sind jetzt an der Führung. Ich glaube, es entscheidet sich jetzt auch nur noch zwischen den beiden über die letzten 2 Level. Aber um das Thema nochmal abzuschließen. Du bist nun mal was Besonderes. Und wenn du dich entscheidest, was draus zu machen, dann... Oh Gott, die bärtige Lady ist raus. Und das muss mit einem Publikum resonieren. Und das ist dann, was du in den Medien siehst. Und Nick Mondo macht den ersten Platz. Die Fakire, das Rennen ist jetzt auch nur mal ein Thema, um das abzuschließen. Alles die Fakire sind auch, haben irgendwie gewonnen. Danke fürs Zuschauen. Yeah.